63 im Sommer, da entwickelte sich ganz ausgeprägt unser Fluchtgedanke. Also wir haben ständig darüber nachgedacht, wie wir jetzt fliehen können. Und da die ersten Ideen sind da entstanden, über die Mauer einfach springen, wollten wir natürlich nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Und viele sind ja jetzt schon erschossen worden. Und naja, und dann haben wir uns ausgedacht und ausgedacht über den Friedhof. Stimmt schon, wie im Film erwähnt, wollten wir damals auch fliehen. Aber das war so ein halbseiende Ding, da wussten wir nicht. Wir wollten mal testen eigentlich. Hatten aber große Glück da gehabt, dass man da schon nicht erschossen wurde. Und dann reifte der Entschluss dann richtig raus durch Wolfgang Schulz, unserem. Das war wirklich damals ein sehr, sehr guter Freund von mir. Welche Idee hatte denn Ihr Freund? Ja, Wolfgang wohnte in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße, da wo ehemals Postministerium, glaube ich, war das. Und sein Vater war, wenn ich so richtig mich erinnere, war wohl Postminister. Also jedenfalls hat er eine hohe Stellung da gehabt in diesem Bereich. Und er konnte von seinem Fenster aus auf die Bahnhof Friedrichstraße mal schauen, Grenzbahnhof Richtung West-Berlin. Und bei diesen Beobachtungen hat er wohl festgestellt, dass ganz in der Nähe am Schiffbauer Damm es eine Fluchtmöglichkeit wohl gab. Da konnte man auf einen fahrenden D-Zug aufspringen, Moskau-Paris-Express hieß dieser, heißt er heute immer noch. Und der Zug kam von Moskau, hat in Ost-Berlin Bahnhof Friedrichstraße gehalten und fuhr dann weiter nach West-Berlin, wo heute der Hauptbahnhof ist. Und dann weiter nach Bahnhof Zoo und da hielt er an. Und in diesem Bereich hatten sie ein Stück Sicherungszaun vergessen. Das hat Wolfgang entdeckt. Und ist eigentlich, ohne groß zu überlegen, hat er diese Fluchtmöglichkeit dann auch genutzt. Hat sie mir dann mitgeteilt. Und dann haben wir weiter betrieben, ja. Es ist ja aber so gewesen, dass er auch gesagt hat, komm doch einfach mit. Ja, ja. Und sie es aber erstmal nicht gemacht hat. Nee, das war kurz vor Heiligabend, im Dezember 63. Und das konnte ich mir ja nicht vorstellen, kurz vor Weihnachten nicht bei meinen Eltern zu sein. Heiligabend. Hätte ja auch was schief gehen können, wir hätten ja erschossen werden können. Oder verletzt. Oder inhaftiert zu werden. Und dachte ich, nee, zu Weihnachten, ich wollte meinen Eltern eigentlich das Weihnachtsfest nicht versauen. Hat gesagt, nee, das nicht, danach können wir tun. Aber er war so gierig und hat es dann doch selbst getan. Ja. Und er wollte mir auch keine Informationen geben. Aus folgendem Grund, die Fluchtmöglichkeit war genial, die Fluchtstelle. Und Wolfgang, genau wie ich später, hatte Angst, dass durch Schwatzhaftigkeit diese Stelle verraten wird. Also, dass irgendjemand von den Jungs zu Hause sich verabschiedet zum Beispiel. Ist ja, wie schon erwähnt, sein schwerer Entschluss, sein Elternhaus als 17-Jähriger zu verlassen. Mit der Gewissheit, wann siehst du deine Eltern mal wieder? Das war eigentlich, für mich war das sehr schwer, muss ich sagen. Und aus dem Grund habe ich abgelehnt. Hatte ich zu Wolfgang gesagt, nein, ich mache das nicht. Und später, wie ich schon sagte, ja. Aber er war so, er wollte weg, weg, weg. Er hat auch kein schönes Zuhause gehabt. Ihr Freund ist dann ja ohne Sie in den Westen gegangen. Ja. Wie haben Sie denn davon erfahren und was und wie machten Sie dann ohne ihn weiter? Ja, durch eine Postkarte. Wolfgang schickte mir eine Postkarte aus West-Berlin. Hallo Kanne, bin jetzt in West-Berlin. Da war ich nun, ja, da hat es mich gepackt gehabt. Und ja, und wollte eine Adresse haben von einem ehemaligen Schulkameraden, der schon in West-Berlin wohnte. Und er hat mir seine Adresse raufgeschrieben auf diese Postkarte. Also habe ich ihn geantwortet. Und kurze Zeit später bekam ich von ihm einen Brief. Und da war da detailliert der Fluchtplan drin. Also er hat alles beschrieben mit Skizze. Und die habe ich bekommen. Ja, da hat mich umgehauen. Und nun habe ich erstmal versucht, anhand dieser Skizze und der Beschreibung die Fluchtstelle zu finden. War ja nicht so einfach. Und dann bin ich da hin und habe mir das angeschaut. Ich habe es erst ja nicht erkannt und dann irgendwann doch. Und dann habe ich meinen Freund Frankie eingeweiht. Ich sage, hey Frankie, guck mal, ich habe hier von Wolfgang eine Information bekommen.
was denkst du darüber? Und Frank hat gesagt, okay, wenn du abhaust, dann hau ich auch ab. Ich sag, aber dann bringen wir noch vorher ein paar rüber. Wenn wir weg sind, ist die Fluchtstelle weg. Vorher hatte ich aber dann noch wirklich einige Wochen diese Fluchtstelle beobachtet, weil ich Angst hatte, dass dieser Brief abgefangen wäre und die jetzt auf uns warten. Also die haben geguckt, wieder zugemacht, versandt und jetzt hätten sie auf uns gewartet. Hätten sie uns verhaftet oder erschossen oder was auch immer. Und dies hat dann noch etliche Wochen beobachtet aus dem Nebenhaus am Schiffbauer Damm, aus so einer Dachluke. Hat dann immer runtergeschaut und wusste, wo die sich alle versteckt hielten, die Wächter, die Grenzsoldaten. Und wann die Wachablösung war, das war ganz wichtig. Das habe ich alles erkannt. Und dann war mir eigentlich klar, die Stelle ist doch nicht verraten worden. Also die ist noch sauber. Und dann begann wir erst mit der Flucht. Andere Kameraden informiert und haben gesagt, du möchtest doch rüber? Ja. Und jetzt bleibst du eigentlich hier. Jetzt lassen wir dich nicht mehr nach Hause. So war das so alles geplant. Und hingebracht zu dieser Stelle, dort vor Ort erst erklärt. Also im Prinzip 10 Minuten bevor der Zug fuhr, haben die Kumpels von uns erst mitgeteilt bekommen, wie die überhaupt abläuft. Aber die haben uns vertraut und haben das sofort umgesetzt. War schon irre. Der Zug kam aus dem Bahnhof raus, fuhr über eine Brücke über die Spree, über Schiffbauer Damm. Und dann hat er eine Strecke noch zu fahren gehabt nach Richtung West-Berlin. Das waren so in etwa 2 Kilometer, 2,5 Kilometer. Und diese Gleisverbindungen waren Todesstreifen. Also wenn man sich dort entdeckt hat, hat man sofort geschossen. Das war schon sehr riskant. Und deshalb fuhr der Zug aus dem Bahnhof immer sehr schnell raus, weil man verhindern wollte, dass jemand auf den fahrenden Zug springt. Dass gleich hinter, 100 Meter hinter dem Bahnhof, noch nicht mal 100 Meter, schon die Möglichkeit bestand, dort drauf zu springen, damit hatten sie nicht gerechnet. Die hatten gedacht, das wagt hier keiner. Und wir haben sie gewagt. Wie genau war denn der Ablauf? Na, der Zug fuhr raus, also man musste vom Schiffbauer Damm, wenn man von der Albrechtstraße kommt, also für Berliner ist das jetzt eine Information eigentlich, wenn man von der Albrechtstraße kommt, Schiffbauer Damm rechts einbiegt, unter diese Brückenanlage durchläuft, die vom Bahnhof Friedrichstraße langlaufen. Und dahinter war so eine Einfahrt und da war eine Mauer, da musste man sich raufstellen. Das war schon alles sehr schwierig, da raufzukommen. Und die Brückenführung war so eine Stahlkonstruktion. Und da musste man sich da festhalten. War schon sehr kompliziert, von A nach B zu kommen. Und dann war da so eine Nische, so ein 2,5 Meter, 3 Meter in etwa so Höhe. Da hat man sich versteckt und dann hat man darauf gewartet, dass der Zug an einem vorbeifuhr. Man hat es ja nicht gesehen, man war ja da im absoluten toten Winkel. Aber man hat es gehört und durch den Dampf war ja noch eine Dampflok. Und dann hat man sich an so ein Starkstromkabel hochgehievt, festgehalten hoch und dann konnte man übers Geländer springen und ist neben dem Zug auf so ein Schotterbett hergelaufen und ist hat sich da einen Griff von der Tür rausgesucht, irgendein Waggon, hat sich hochgezogen, auf Trittbrett drauf, die Tür während der Fahrt geöffnet, eingestiegen und dann war man drin im Zug. Eigentlich hört sich jetzt ein bisschen einfacher an, war schon ein bisschen komplizierter. Und ja, und meine Kameraden, die haben das so getan wie Wolfgang und Bahnhof Zoo sind so aus. Ich stieg, da hielt ja der Zug. Wie haben Sie denn erfahren, ob die Flucht auch geglückt war? Na, Wolfgang stand jeden Abend Bahnhof Zoo und hat darauf gewartet, dass ich irgendjemand rüber schicke. Und Wolfgang hat dann den RIAS Berlin, Rundfunk im amerikanischen Sektor, angerufen. War ein Radiosender und der Nachrichtensprecher hat am darauffolgenden Morgen während der Nachrichten zu einer bestimmten Uhrzeit bekannt gegeben, heute Nacht gelangt wieder einem Jugendlichen die Flucht von Ost nach West. Und dies hat abgehört morgens im Radio. Und damit wusste ich, mein Kumpel ist angekommen. Und hätte der eine Stunde später diese Information nochmal wiederholt, hätte ich gewusst, er ist nicht angekommen. Das ist irgendwas schiefgegangen. War schon clever gemacht, aber die Stasi hat das natürlich mitgehört. Ist ja klar, die waren ja nicht dumm. Und jetzt haben sie mitbekommen, hier ist eine Massenflucht im Gange, wo ist aber dieses Schlupfloch. Und da waren sie sehr aufgeregt.
Da haben sie alle Mittel und Wege versucht zu erfahren, wo hauen die ab hier. Jetzt rieten wir auch in den Fokus natürlich. Die meisten Kumpels, Schüler der Max-Planck-Oberschule, war für die ganz einfach zu recherchieren. Aber so richtig haben wir es nicht rausgefunden bis heute, auch in meinen Unterlagen nicht, wie intensiv ich beschattet wurde. Beschattet hatten sie mich schon, das habe ich auch bemerkt. Aber wie intensiv eigentlich, das haben wir nicht rausgefunden.